Moin zusammen und willkommen zurück zur Definitive Edition von Outward. Ich habe letzte Folge, glaube ich, ein bisschen missgebaut. Ich habe hier so einen komischen Golem wiederbelebt. Sind seine Teile? Warte mal, warte mal. Hä? Ja. Und, wir haben den Questlog gefüllt. Sind durch Hamatten durch. Ost und Rache, das war's. Schmiedemeister droht die genau, das war's. So. Und zwar. Ein gewisser Schmiedemeister droht die Stadt Hamatten in 100 Tagen Schaden zuzufügen. Vielleicht finden sich Hinweise an den Überresten. Ich glaube, da war nichts. Wobei doch, da würde irgendwas. Irgend so ein komisches Surren. Ist ja egal. Du hast eine seltsame Rune in einem Golem berührt. Alle Runentore in den Ruinen des uralten Plateaus wurden geöffnet. Das ist gut. Es sollte einen Weg geben, den Schmiedemeister hinzuhalten, um mehr Zeit zu gewinnen. Das ist, denke ich, die Hauptquest, die wir jetzt erstmal machen werden, bevor wir bei der Akademie von Sorobor weiter die Ränge aufsteigen. Wenn das überhaupt geht. So, was habe ich hier? Mehl und eine Stromspule. Mehl kann weg. Stromspule auch. Ja. Dann gehen wir jetzt erstmal eine Runde pennen. Wofür haben wir uns sonst dieses wunderschöne neue Haus gekauft? Für gerade mal 500 Silber, muss man ja sagen. Das ist nicht viel. So, und nochmal reparieren. 500 Silber ist wirklich nicht viel für so eine große Bude. Denn, um mal es mal in Relation zu halten, ein Luxuszelt, also ein Zelt, ja, kannst du auf- und abbauen, kostet aber schon 200. 200 für ein Zelt oder 500 für ein ganzes Haus. Was mit den Steinen hier ist, weiß ich nicht so ganz. Wir haben auch noch Mehl zum Beispiel oben liegen hier und ein paar andere Sachen. Ich würde jetzt mal eben schauen, ob wir genug Vorräte haben, dass wir einfach so raus können. So, Tränke sehen doch gar nicht schlecht aus. Was ist, oh ja, eine Flasche Wasser sollte ich mitnehmen. Bisschen Verbände. Mal 6 Stück. Aber es kommt hier rein. Ach ja, man braucht auch Spitzhacken und Fischerpunen. Die muss ich jetzt gerade nochmal selber so in Erinnerung rufen. Ist schon ein bisschen länger her. Die kann ich verkaufen. Die schiebe ich mal eben hier hin. Ist schon ein bisschen länger her, dass ich aufgenommen hatte. Outward und ja, da kann man schon mal was vergessen. Ich mache jetzt erstmal einige Tees, bevor mir die grauen Gewürzkäfer alle voilà, wegfaulen. Gibt es noch was, was hier fast am Verfaulen ist? Der Rest sieht in Ordnung aus. Ja, der Rest sieht okay aus. Sind nur die Käfer. Dann gehen wir mal ran hier. Ah. So, wie viele sind das jetzt noch? Oh, alle sind fast am Verschimmeln. Ja, dann durch. Ich meine, wir haben hier drin auch eine saubere Wasserquelle. Das ist ein Vorteil gegenüber unserem Leuchtturm in Cierzo. Genau, hier. Saubere Wasserquelle. Dann können wir mal eben schnell alle Wasserschläuche auffüllen. Wo sind sie denn? Ach, da. Gut. Dauert jetzt ein bisschen. Kommt da immer eine Animation bei? Nee. Das ist eine dauerhaft gleichbleibende Animation. Gut, Wasser. So viel brauchen wir nicht, um rauszugehen. Da reicht ja nicht ein Beutel, denke ich. Ein Beutel. Und ein bisschen Turmip-Eintopf, genau. So wie. Ist noch normales Essen? Physischen Schaden. Disziplin fördert. Ich glaube, ich kann normales essen. Nehmen wir das Jerky mit. Das gibt, glaube ich, Ausdauer. Leben muss ich dann halt immer selber voll machen.
Ja, wir brauchen ja auch erstmal neue Sachen, ne? Gegengift geht noch. Zwei Gegengifte. Oh, und Verderbnis war... Sorry. So, das sollte reichen. Gut. Dann geht's wieder rauf aufs Plateau. Ich dachte gerade, hier ist niemand. Was brauchst du? Kaufen. Ich möchte dir das hier verkaufen. Gut. Dann mal los. Irgendwo hier auf dem Plateau. Ach ja, und noch was. Neben dem Schmiedemeister hat uns eine Dame in einem Gasthaus erzählt, dass es einen Banditenüberfall gab. Bei einer Wegekreuzung. Ich muss jetzt gleich mal, wenn wir draußen sind, auf die Karte gucken. Dann meine ich, bin ich in der Lage, das zu erklären. Hier sind wir raus. Also hier. Und hier müsste der... Wo ist es denn? Oh, okay, ich weiß nicht mehr, wo es ist. Blaue Sandrüstung, Kopal, Kassenbuch, Monsun, Berg, Schatzsuche, Monsun. Wo ist Monsun? Ach ja, da. Oh, hab ich vergessen. Schatzsuche, Schiff, Kajüte im Sand. Mist. Ich hab's vergessen. Wie werden wir denn dann jetzt hier vorgehen? In dieser sehr episch klingenden Umgebung. Schönes Licht. Ich würde sagen, wir arbeiten uns von rechts entlang runter. Das heißt, wir gehen zuallererst, wie auch immer es gehen soll, hier zum alten Bunker. Das heißt, wir müssen hier so rum. Ja, dann gehen wir da erstmal zum alten Bunker. Warte. Den Jerky essen. Wusste ich's doch. Ach, Jerky gibt nicht Ausdauer, sondern Leben. Machen wir's? Genesung gibt Jerky. Ja, perfekt. Ausdauer brauche ich sowieso nicht so dringend. Braucht man nur zum Sprinten. Ah, und Ausweichen. Ja, sorry. Fast vergessen. Ausweichen und Sprinten. Ach, das sind meine Fußstapfen. Okay. Da vorne sind die ersten Gegner. Wechseln wir mal unsere Kampfklamotte. Das ist, glaube ich, ein kaputter Dude. Na los, komm her. Er ist langsam. Rostiger. Ja, der konnte nicht viel. Ist da vorne rechts auch was oder ist es ein Baumstumpf? Ist ein Baumstamm. Gut. Also mit den Rostigen kann ich mich anfreunden, die sind nicht so schwer zu überwältigen. Die normalen Schwertgolems sind immer so schnell. Stört ein bisschen. Und ich bräuchte eigentlich auch mal einen Austauschrucksack. Der hier ist gut zum Reisen, aber fürs Kämpfen wäre, glaube ich, ein Beutel besser. Dann brauche ich nicht immer meinen Rucksack abwerfen, sondern kann direkt mit dem Beutel in Kampf starten. Da unten ist noch irgendwas Lilanes. Ach, Träumerwurz. Guck mal. Fast vergessen. So. Ja, wenn die Musik aus ist, ist es immer recht still. Aber wir haben ja den Pol, der erzählt was, ne? Kann man auch zuhören. Was ist das für ein Ding? Weird. Sieht der mich jetzt schon auf die Entfernung? Sieht aus wie so ein Karnickel. Ein übergroßes Karnickel gemischt mit ein paar anderen Sachen. 3-1 ist, glaube ich, das Licht. Jo. Oh, der ist aber leicht. Das ist ein Viehbär. Von Biber.
Sieht auch, hat aber auch ein bisschen Ähnlichkeit mit dem Biber, ne? Gut. Hier ist der nächste Aufteilung und wir haben diese komische Linie da im Himmel. Müssen wir mal schauen, wo wir jetzt kartentechnisch sind. Hier ist die Linie, hier ist die Aufteilung. Das heißt, wir sind hier. Das heißt, wir können noch ein bisschen geradeaus und dann rechts. Das Öl. Öl nehmen wir gerne mit. Da ist doch was. Da! Mensch. Was haben wir da vorne? Ein Fieber, der gegen ein Elementarteilchen kämpft. Gegen ein Elementarteilchen, gegen ein Arkan-Ding. Au! Sekunde. Nein! Ui! Also, ja. Es war zwischendrin recht, weiß ich nicht, wovon es abgelenkt war, aber es hat mittendrin irgendwie gerade nichts mehr gemacht. Aber ist in Ordnung. Wir haben zwei Fieber, die wir hier looten können. Was ist denn da vorne? Was bist du? Fiebereier. Okay. Meiner Vermutung nach ist, hier können wir hin und dann in den Norden. Ich weiß es aber auch nicht genau, weil irgendwie werden wir ja auch zum alten Bunker kommen müssen. Oder muss man... Warte, ich glaube... ich weiß es natürlich nicht. Noch Fische. Ich glaube, dass diese Brücke hier... Die bringt uns zur Plaza. Da möchte ich aber nicht hin. Von der Plaza kommt man nicht in den Norden. Denn das Grüne sind immer diese dicken Felsen. Das wird Sinn ergeben, dass das Grüne die Felsen sind. Kämpft hier jemand? Nein? Sehr gut. Das heißt, wir müssen doch hier in den Norden. Hat jemand die Laterne angelassen? Und irgendwo hier im Norden müssen wir es dann rüberschaffen zum Bunker. Was für eine Laterne. Wir haben Fiebereier. Fiebereier sind hier wieder. Noch mehr Fiebereier. Alter, wie viele gibt's hier denn? Da! Da! Da ist der Gebirgspass. Hier ist der Strand und da geht's hoch. Wunderbar. Weg gefunden. Gibt's da unten noch irgendwas? Ja. Da ist noch was. Splitterbombe. Das kann ich alles mitnehmen. Wir haben ja wieder so ein bisschen Geldnöte. Da braucht man jetzt nicht knauserig sein und sagen, das ist nicht genug wert, das lassen wir jetzt mal liegen. Kann man ruhig einfach mal sagen, I take it all. I take it all. And I will sell it. Yeah. Bin mal gespannt, was der alte Bunker denn so ist. Alter Bunker wegen wir müssen ja diesen komischen Schmied finden. No? Und entweder müssen wir ihn überzeugen, dass er Aufschub gibt. Oder wir müssen ihn überzeugen, dass er es gar nicht macht. Also die Stadt kaputt oder angreifen. Das hat er ja gesagt. Was ist das da vorne?
Ach, ein Fieber. Der hat mich jetzt gerade kurz erschreckt, weil er so schnell gerannt ist. Und weil man den in dem hohen Gras hier, beziehungsweise in dem hohen Stroh, nicht wirklich erkennen konnte. Die Panik war aber überhaupt nicht angebracht. So, Schwertchen raus. Ne, warte, das war Licht. Schwert ist das hier. Und dann brauchen wir noch physischen Schutz. Wunderbar. Alles an. Also, die Runenmagie ist und bleibt einfach richtig gut. Man könnte, wenn man jetzt nicht die verstärkten Runenzauber haben will, sondern mixen möchte, zum Beispiel, neben den Runenzaubern noch Chakrens benutzen. Da gibt es auch ziemlich coole Zauber. Habe ich mal ausprobiert gehabt. Nicht hier im Let's Play, sondern in einem anderen Spielstand. Und diese Chakren haben zum Beispiel so einen Rundumschlag, glaube ich, wo man das so im Kreis um sich herum macht. Das ist ganz gut, wenn man mehrere Gegner hat. Da muss man aber natürlich, wenn man auch die Runenzauber benutzen möchte, muss man auch... das ist ja ein Gegner. Ei. Ei, ei, ei. Muss man das Talent lernen, was es einen erlaubt, Runenzauber ohne Runenbuch zu benutzen. Dann sind die zwar, sind die Runenzauber zwar ein bisschen schwächer, aber man kann halt auch noch Chakren zum Beispiel oder andere Dinge verwenden. Normale Waffe tragen und nicht immer wie ich dieses beschworene Schwert benutzen. Weil das beschworene Schwert auch nicht recht gut ist. Wo ist Jerky? Ja. Jetzt noch ein bisschen Turm im Eintopf hinterher. Dann können wir weiter. Da ist er, der Bunker. So. Und wo machen wir denn das Fotochen? Entweder das ist der Bunker oder... Geht's da noch weiter? Ich glaube, das ist nur ein Turm hier. Mal schauen. Ist einfach nur ein Vorkonstrukt. Ja, ist nur so ein Vorkonstrukt. Dann mal weiter. Da ist der alte Bunker. Mein Schwert ist weg. Ah, die sehen immer aus wie Steine, die Dinger. Also nicht wie Sonnenstein, aber wie halt ein Stein. Bisschen Wasser trinken. So, und jetzt gucken, was war das? Ist ja auch egal. Irgendein Pop-up auf dem Handy. Ui. Jo. Hier machen wir das Thumbnail für die Folge. So. Und jetzt können wir uns den Bunker angucken. Weil davor noch um den Bunker gucken. Es kann ja sein, dass wie hier, sehen Sie, da ist ein rotes Dings da. Was bist du? Blutige Bestie. Und du bist?
Was hast du da für eine Waffe? Falsch, wie heißt der? Gebundener Bestienmeister. Der hat Zucker in der Tasche. Und frische Sahne? Hä? Okay. Außer die Pfeile nehme ich mal alles mit. Also man muss sagen, die Leute hier in Hamatten, die haben wirklich Zuckerdurst, ne? Und was bist du? Öffnen, Blutaltar, leeren. Was muss hier rein? Umwandeln. Nichts geschieht. Nichts geschieht. Was kann man denn an einem Blutaltar machen? Man müsste mal was Passendes für mitnehmen. Okay, hier ist die Hintertür. Nee, man kann hier nicht rein. Aber deswegen guckt man sich auch um die Gebäude um, ne? Früher einen auf Ultraschlau, kann aber das Spiel nicht ganz. Ist nicht schlimm. Verlassene Unterkünfte. Ich denke, das ist ein alter Bunker. Mal schauen. Wirf einen Blick auf die Karten. Denn die Außenbereiche sind riesig. Bedeutende Sehenswürdigkeiten sind mit Symbolen markiert. Wenn du mit dem Cursor drüber fährst, werden ihre Namen angezeigt. Du kannst mit Leuten auf deiner Freundesliste zusammenspielen. Versuche dich im Multiplayer, entweder im Splitscreen oder Online-Modus. Ui! Ist ja riesig hier. Vorsichtig. Schön vorsichtig. Wer ist das da? Ein Gegner. Ei, ei, ei. 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 Und der hat eine Kassitenlanze. Das ist ein Kesait-Bandit. Ich weiß nicht, wie gut die Waffen und Waffen und Schilde von denen sind. Also was abgestanden ist, was Handelswert angeht. Ich nehme jetzt erstmal einfach alles mit. Und lass mich überraschen. Sieht aber danach aus, als ob wir hier... Verzauberung, ja, da muss man sich auch nochmal mit auseinandersetzen. Ich nehme jetzt einfach mal alles mit. Und bin gespannt. Hier ist eine Hintergasse. Leichnam eines Plünderers. Oh, Bergmannsomelett, nett. Bergmanns Omelett nehmen wir gerne mit. Geisterblume oder Gegner? Meine Geisterblume. Abgestandenes Wasser brauche ich nicht. Jo, Geisterpflanze. Waren jetzt nur die beiden Banditen hier jetzt erstmal auf der Seite, oder? Kommt da noch was? Der sieht eklig aus. Hoppala! Mein Rücken. Wolfs Großaxt. Und du bist ein? Kesait-Admiral. Er hat eine Oni-Maske. Ach, deswegen. Gäb's Großmut. Eine goldene Blume. Sie summt vor einladender Energie.
kann verwendet werden, um neue einzigartige Ausrüstungen herzustellen. Großmut. Gäb's Großmut? Hab ich das richtig gelesen? Es gibt's. Ich glaube, ich habe Gäb's Blume gesagt. So. Der Admiral ist aber auch losgesprintet wie so ein Geisteskranker, ey. Und ich dachte, das wäre irgendwie ein besessenes Viech oder sowas. Schönen guten Tag. Au! Mein Hintern! So, der hat eine Kassitenlanze, Großklinge, Bandit und einen Leutnant. Und was ist da? Ich glaube, da kämpfen irgendwelche gegeneinander. Oh, da liegt noch was. Vergessen mitzunehmen. Ah, ich kann ja mal nachgucken. Fügt Schwächen zu. Habe ich bisher zum Glück noch nicht bekommen. Verkrüppeln hinzu, auch nicht bekommen. Aber vom Schadenswert würde ich sagen, sind die erstmal okay. Die dürften ein bisschen was wert sein. So, ein Topf. Und was ist das hier? Boah. Ah. Die haben gegen irgendwas gekämpft. Die haben nämlich noch Debuffs davon. Oh, ist das spannend. Was ist das? Ich dachte, das ist ein Turmip. Doch nicht? Okay. Dann eben nicht. In der Seitengasse? Okay, in der Seitengasse war nichts. Aha. Mit Vorsicht. Da ist der nächste. Die Kassitenklinge sieht krass aus. Die fügt Schwächen hinzu. Nimm die jetzt einfach mal in der Hand. Sieht aus wie so eine Machete. Okay, ich glaube, die haben gegen Troglyten gekämpft. Wo ist es? Da. Das wollte ich essen. Und Bergmanns Omelette. Wo ist es? Da. So, das ist schon mal ganz gut. Habe ich noch irgendwas, was nicht bufft? Ich habe Zauber, die ich verwenden könnte. Troglytenstab, Dreizack und ein Mana-Troglyt. Dachtet ihr, hätten hier viel... Ich dachte, ihr hätten hier vielleicht gegen solche fetten Golems gekämpft, aber nein. Wohl nicht. Ich muss meine Rüstung wechseln, sonst wird es hier knapp mit dem Platz und das hier kann ich mal zerstören. Die können weg. Ich gehe mal hier auf die Klamotten. Und dann kann man nämlich hier 12 Kilo rüberwerfen. Das reicht aber immer noch nicht. Shit. Ah, hier. Sekunde. Das sollte es schon fast getan haben. Schauen wir noch einmal kurz. Irgendwas in der Tasche, was man nicht braucht? Nö. Brauchen wir alles. Aber das soll schon hinhauen jetzt. So. Und brauche jetzt auch nicht die ganze Zeit mein Schwert beschwören. Naja, abgestandenes Wasser. Was steht da? Leer? Ne, sammeln und trinken. Okay.
Diese Gasse gefällt mir nicht. Okay, sie gefällt mir doch. Kazinzestus. Zestus? Ich glaube Zestus. Okay. Ist noch ein bisschen... Ja, man sieht, dass die Bauweise ähnlich ist wie im Hamatten, ne? Cool wäre, wenn man halt hier den kompletten Bereich wieder freischalten könnte für alle zugänglich. Also um ihn für alle zugänglich zu machen. Das wäre mega. Bin ja mal gespannt. So, was ist das hier? Irgend so ein Kreis. Mit Asche drin. Die Dinger da an der Wand sind auch unglaublich, ich sag mal, auffällig. Unglaublich auffällig. So. Wen haben wir denn da unten? Sieht nach einem Trocklüt aus. In der Pilzhölle bade. Zipa Tee. Was auch immer das ist. Hier kann man nicht rein. Hier kann man auch nicht rein. Du bist doch nicht der Endgegner hier. Ja. Ja. Haben wir schon ein paar Mal bekämpft, so ein Trockenblüten. Tor aufschließen. Schlüssel der verlassenen Unterkünfte wird benötigt. Ist das ein Zug? Final Fantasy 7 Vibes. So, was haben wir hier? Wir brauchen einen Schlüssel. Aber ich habe zu viele Klamotten in der Tasche. Das ist nicht gut. Da geht's wieder hoch. Ja, ich werde dann einfach aussortieren, was ich weiß, was nicht viel wert ist. Zum Beispiel die Pilzhellebade, die ist ja absolut gar nichts wert. So, da um die Ecke sind jetzt die beiden Dudes. Meinst du doch nicht im Ernst, dass ich das... Ja, ja, klar. So. Und der Kollege kriegt jetzt gleich... Oh, das Holz wollte ich nicht. Aber der ist, meine ich, überhaupt nicht stark. Den kann man einfach im Nahkampf so, ja, wegprügeln. So, Mana Trocklüt. Und jetzt schmeißen wir mal eben weg. Die Pilzhellebarden, wie gesagt, die sind nichts wert. Den Stab kann ich kaputt machen. Hoppala, zu schnell. Dann sind es wieder nur 12 Übergewicht. Jetzt muss ich sowieso... Habe ich einen Fluchreiniger? Nein? Okay. Kein Fluchreiniger dabei. Nein, 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 abbrechen! Oh. Aber ein Schluck aus der Wasserflasche geht doch mal. Essen? Jerky. Brauche ich nicht. Maximales Leben. Was kann man für maximales Leben nehmen? Habe ich irgendwas? Sieht nicht so aus, ne? Nein. Aber ich glaube, ich kann die Druckplatten jetzt benutzen. Ja. Jetzt die Druckplatten benutzen. Ui. Hier gab's ein Gemetzel. Oh. Kann man das hier zurück... Ich will, dass man... Ich hoffe, man kann das zurückerobern. Ich will, dass man das zurückerobern kann. Guck mal hier. Richtig nice. Alles verschimmelt. Okay, da vorne ist so ein Grenadier. Und ein Lilaner. Ein... Roter. Die Roten sind ja meistens die Dudes, die... Uppala.
Den hätte man jetzt nicht unbedingt so aufknüpfen müssen, oder? Die roten Hut sind ja meistens die gepanzerten. Ein gepanzerter mit zwei Granadieren. Warum renne ich nochmal zurück? Ach ja, genau. Hinten war noch eine Rampe, die ich übersehen hatte. Hier. Fast übersehen hatte. Ich habe sie nicht übersehen. Hatte sie nur kurzzeitig vergessen. Jetzt wird's knapp. Ja, schwierig. Schwierig, schwierig. Ach, da. Einfach. Und schon passt. Jetzt können wir weiter. Dennoch wird's, denke ich, ganz knapp, hier überhaupt alles, was man mitnehmen möchte, mitzunehmen. Könnte halt noch ein Schild dann anlegen, ne? Weil das Buch, das hat ja, wiegt ja nur ein halbes Kilo, oder? Ja, ein halbes Kilo. Habe ich noch Platz in der Tasche? Hier ist noch ein bisschen Platz drin. Ah, noch ist nichts verloren. Noch ist nichts verloren, noch müssen wir nicht los. So, das ist ein Gepanzerter. Wie gesagt hatte. Ist mir egal. Ich mach sie jetzt im Nahkampf fertig. Ist mir völlig egal. Ich nehme gleich ein Gegengift. So. Und fertig. Ach ja, ich habe noch Holz irgendwann eingesammelt. Hier. Das kann raus. Heiltrank noch mit. Die Masken sind auch richtig schwer, ne? Die wiegen einfach 3 Kilo. Unglaublich. So, was hast du hier? Deinen Stab kannst du behalten, den will kein Mensch. Rittert. Und da ist der. Wir haben den Schlüssel. Was haben wir noch? Stirnpilze? Okay. Was ist da vorne wohl? Ist das ein Zug? Lauf schneller. Stell dich nicht so an. Das ist ein Zug, ne? Nein, das ist ein Schiff. Hoppala. Das ist ein... Moment. Das ist wie so ein... Das ist ein Schiff, was auf... Ne, das ist ein Zug. Kein Schiff, ein Zug. Krass. Okay, ich muss mich mal eben umschauen, ob hier Gegner sind. Dafür kann man gucken, ob man in den Zug reinkommt. Da vorne ist eine Tür offen. Ui, ui, ui. Ich würde so gern speichern jetzt und dann ausprobieren, weil ich weiß nicht, wenn ich jetzt hier dieses Gefährt, wenn ich es bedienen kann, ob es mich dann zum Beispiel nach Hamatten bringt. Und ich da irgendwas Storytechnisches zu früh mache. Oh! Falsche Taste. So. Moment. Wir gehen gleich einmal rein. Oh, was haben wir denn hier?
Ein Aasfresser. Elats Unantastbarkeit. Beutel ist schon echt massiv überladen. Okay, hier muss ich nicht lang. Ich will jetzt so gerne in den Zug, aber wir haben hier noch nicht alles erledigt. Hier war noch so ein... Dann ist noch... ein Ritter. Und das ist die Troglytentruhe. Das sind die gepanzerten. So. Machen wir den Bocklütenritter. Ich baller ich ab. Na also. Der hat wieder den Schlüssel. Also gibt es zwei Wege hierhin, oder wie? Möglich. Es gab oben ja auch die Aufgabelung. Das heißt, wir haben erst die Hälfte von hier erkundet. Oh. Und ich musste schon so viel liegen lassen. Ich kann was essen. Ich will jetzt in diesen Zug. Auf zum Zug. Da vorne ist der Eingang. Forschungslabor, Gießerei, Lagerhaus, Golemfabrik, Testräume, Laderer, Mana-Transfer. Fährstation? Okay, wir müssen die Taschen leeren. Ich kann nicht. Oder? Doch. Ich kann nicht. Einfach. Ich kann nicht speichern. Ich weiß nicht, ob ich das schon darf. Wir müssen hier leider raus. Wir müssen die nächsten Tage erst überbrücken, bis wir von den Dekanen Aufgaben bekommen haben. Vorher kann ich nicht einfach hier anfangen, Sachen in Ruinen zu betätigen, wo ich nicht weiß, ob es dann nicht förderlich für die Hauptaufgaben oder die Hauptaufgabe hier. Nicht, dass ich selber ins Knie schieße. Es gibt Spiele, da kann man das machen. Und ich habe Schiss, hier was falsch zu machen. Gut, wir müssen uns dann erstmal jetzt wieder... Na gut, kann ja jetzt, warte mal, 7, das wiegt 4, 5, das ist das Schwerste, was ich zusammen tragen kann. Passt. So. Wir müssen uns jetzt sowieso erstmal wieder zurück Richtung Hamatten machen. Denn hier gibt es noch ganz viel einzusammeln. Hier liegt wirklich noch super viel rum und ich war noch nicht auf der anderen Seite von dem ganzen Baumzieher. Ich bin jetzt einfach hier oben links gegangen. Ich gucke mir mal kurz den Gang rechts an. Ui. Ui, ui, ui. Nicht noch irgendwas zu essen, außer... Wo ist es denn? Erst guck ich gleich. Schluck trinken sollte auch reichen. So. Wir gucken jetzt nochmal eben kurz auf der Seite hier rein. Okay. Überschaubar. Und die Sachen brauche ich eigentlich auch nicht mitnehmen. Gerade. Ich könnte, Sekunde, die hier noch mitnehmen, weil die kann ich verkaufen. Und den Rest kann ich drin lassen. Ja.
Also, nochmal eine Tour zurück nach Hamatten. Ich denke, das werde ich jetzt gleich eben schnell offscreen machen. Oder? Nein. Nein, mache ich nicht. Nein. Ich nehme jetzt einfach direkt im Anschluss noch die nächste Folge auf und wir gehen sofort weiter nach Hamatten. Genau. Aber ich muss da nur... Nee, ich muss es erst einmal rendern, damit es noch hochgeladen wird. Ja, wir werden in der nächsten Folge nach Hamatten laufen, Sachen verkaufen, unsere Ausrüstung nochmal, ja, nochmal eine Runde schlafen. Ist es spät geworden? Ui, es ist richtig spät geworden, wir müssen uns beeilen. Wir werden nach Hamatten laufen, den restlichen Weg, werden uns eine Runde ausruhen, werden dann mit einem leeren Inventar herkommen und vielleicht die Bahn benutzen. Vielleicht. Mal schauen. Ist hier irgendwo verlassene Festung. Wahrscheinlich kann man diese Sachen hier überall Wahrscheinlich kann man hier überall langfahren, oder? Hier ist doch... Hier, das sind ja so Güterzug-Dinger. Ich vermute es. Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt. Aber dass das wirklich ein Zug ist, den man fahren kann, ist insane. Also zumindest von dem, was da steht. Gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schönes Wochenende euch und hoffentlich bis zur nächsten Folge. Tschüss.